Ghost Recon Online, euer To-Do, willkommen zurück. Ich bin wieder mal der Assault mit dem Sturmgewehr irgendwas, Scar glaube ich, zumindest vom Aussehen ist es irgendeine Scar. Ist mir eigentlich auch scheißegal, wie die Ingame heißt. Und hier sind wir wieder auf dieser behinderten U-Boot-Map, wo es nur einen einzigen Punkt zu sichern und zu halten gibt. Und ich bin einer von denen, ich benutze diese Warm-Up-Time hier, um die Gegner zu analysieren, weil viele Gegner spielen in der Warm-Up-Runde schon genauso, wie sie im finalen Spiel dann spielen würden. Ich nicht. Ich nutze das Ganze, um den Gegner ein wenig zu analysieren. So, jetzt schaut er gerade weg. Dann kann ich ihn ja in aller Ruhe wegrotzen. Ne, versteht ihr, was ich meine? Einfach ein bisschen schnuppern, so sage ich mal. Einfach den Gegner ein bisschen beschnuppern. So ungefähr, wie ein Hund. Ja, so. So mache ich das. Was habe ich denn an Bord? Heat. Ja, da kann ich den Gegner wieder einheizen, aber mehr auch nicht. Jetzt warten wir mal kurz hier, bevor ich das Stürmen anfange. Wobei ich ja eigentlich mit Heat aufräumen... Ah. Wobei ich eigentlich mit Heat aufräumen könnte. Ach, da komme ich jetzt nicht hoch. Na? Na? Ach, der hat Schutzschild. Gar nicht gesehen. So, dann legen wir uns mal hin. Der Gegner hat den Platz eingenommen. Super. Da kommt einer mit Heat. Aber der zielt nicht auf mich. Also feuere ich auf ihn. Und jetzt ist das meine wohl einzige Chance, den Gegner selber mit Heat ein wenig zu unterdrücken. Wenn ich denn wüsste, wo der Gegner ist. Hier ist nämlich gerade überhaupt kein Gegner. Aber vorsichtshalber trotzdem mal in die Richtung erhitzen. Oha. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber wie ihr seht, so schnell kann man den Punkt hier zurückgewinnen. Man muss nur die Punkte kennen, von wo der Gegner kommen kann. Nämlich einmal von hier, einmal von da oben und einmal von da. Ja gut, dann, da er von da oben kommen kann, kann er eigentlich von überall kommen. Aber das machen die wenigsten. Ein paar sind nur so scheiße und legen sich da auf das U-Boot und campen dann fröhlich vor sich hin. Aber das scheint hier heute bis jetzt keiner dabei zu sein. Oh, wo sind die Gegner? Ja, und jetzt heißt es nur noch warten und halten. Ich könnte natürlich jetzt noch weiter vorrücken, um eine bessere Position einzunehmen, aber irgendeiner muss sich ja um den Platz hier kümmern. Deshalb bleibe ich mal vorerst hier. Black Mamba. Hat da jemanden weggeschotzt? Oben auf der Brücke haben wir auch Leute. Aber hinten der Tunnel ist wieder unbewacht. Also werde ich da mal hinstürmen müssen. Und hier aufpassen müssen, dass da keiner kommt. Und warum rückt jetzt mein behinderter Kollege nach? Warum passt er nicht auf den Spot auf? Das kann mir keiner beantworten. Oh, da steckt noch einer. Schön die Hand weggeschossen, so muss es sein. Er will nochmal, wer hat noch nicht. Ich habe hier den Tunnel wunderbar im Griff. Ihr könnt ruhig da hinten eures Amtes walten. Ich überlege jetzt gerade, ob ich nicht noch ein bisschen weiter vorgehen sollte. Aber wenn ich so nach unten rechts in Richtung Munition schaue, dann lasse ich das. Weil es sind maximal 2 Kills vielleicht. Und dann ist vorbei. Und dann bringt mir das nichts, wenn ich da vorne bin. Ja, wo ist er denn? Ah, Feinzi. Oh, bin ich heute schlecht. Aiming ist heute wieder unter aller Sau. Ja, schön, ihr habt mich orakelt. Ich sehe, dass du da unten angekrochen kommst. Und da macht sich was unsichtbar und schmeißt eine Granate. Nein. Aber ich habe es überlebt.
Hahaha. Ja, das war ein guter Versuch. Der war echt gut. Wäre ich jetzt der Recon gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich auch daran gestorben. Aber als Assault habe ich doch ein paar HP mehr. Die mir dann... Oh, fuck. Die dann meine Lebensversicherung waren. Jetzt muss ich auf jeden Fall weg, weil jetzt kommt der eine Depp. Aber, wuhu, wir haben es geschafft. 6 Kills, 0 Tode. So soll es sein. Tudu ist der Beste. Longest Killstreak Medal. Die habe ich auch schon mehrfach gewonnen, also ich will mir hier mal nicht selber auf die Brust klopfen, aber gut gemacht, kleiner Mann. Ja, so kann es laufen. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Das hängt meiner Meinung nach nicht nur am Skill des Einzelnen, sondern am Gesamtverhalten oder an der Komplettfunktion des Teams. Weil wenn das Team einfach scheiße ist, so wie die letzten Male, dass du einfach 20 Scharfschützen hast und jeder irgendwo Deckung lauert und keiner das macht, wofür er eigentlich hier ist, dann funktioniert das nicht. Ja, und so wie hier, ein paar hiervon, ein paar davon, da ist das Ganze doch schon viel besser. So, ich bin mal wieder da, um den Gegner ordentlich einzuheizen. Vor allem dir mit deinem blöden Schutzschild. Ja, dreh ruhig wieder um. Schön, dass keiner auf ihn schießt hier. So, da ist noch einer. Den kriege ich aber jetzt nicht erhitzt. So, mein Heat ist vorbei. Ich muss wieder in Deckung gehen. Denn jetzt wird eingenommen. Ja, der eine marschiert da fröhlich vor. Obwohl wir noch nicht mal den Bereich hier gesichert haben. Was ja eigentlich Vorrang hat. Aber gut, wer nicht will, der hat schon. Und... Zack! Oh, nein, 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 nein. Mein lieber Scholli. Das war jetzt knapp. Und das wird mein Tod sein. Ah ja, da hat er mich erwischt. Behinderter Schwanzfiger Black Mamba. Kommt mir bekannt vor. 360 Medaillen. Wow. Okay, ja, da habe ich einiges nachzuholen. 1:1. Da sah die letzte Runde rosiger aus. Don't chase rabbits, just protect the point. Wo er recht hat, hat er recht. Wozu den Gegner hinterherjagen, wenn wir doch den Punkt hatten? Wieso haben wir den Punkt nicht mehr? Alter, sind die Leute hier. Da gehe ich mal kurz ein bisschen stürmen und schon nimmt der Gegner uns den Punkt weg. Dann verstecke ich mich doch mal in meinem Kollegen, sodass er meine Lebensversicherung wird. Kann ja nicht angehen. Huch. Ei, wo willst denn du hin? Bleib doch auch mal liege. Du musst mich doch schützen. So, geht doch. Jetzt kann ich es auch riskieren, hier ein bisschen vorzukriechen. Ja, darfst du doch hinhocken. Alles cool. Komm, streckt eure Köpfchen raus. Ja, wo sind sie denn, die lieben Gegner? Ah. Ah. Oh. Killstealer. Wow, 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 wow. Autsch, autsch. Jawohl, du haust ihn um. Und triffst ihn nicht mal. Und klaust mir den Kill noch. So, du schaust hier, ich schau da. Ach, da hockt er doch. Schieß doch einfach. Ah, verdammt. Ja, ich habe meine Seite vernachlässigt. Das tut mir schrecklich leid. Und wie ihr seht, ich habe meine Position verlassen und schon fangen die wieder an, hier zu übernehmen. Was seid ihr eigentlich für Schwammschwachköpfe? Hier gibt's einen einzigen Punkt auf der Map zu verteidigen. Warum macht ihr das nicht einfach? So, dann halt wieder im
Alleingang. Ach, da sind doch schon welche. Passt doch. Kein Stress. Aber 3 gegen 3. 3 gegen 4. Wenn unsere Scharfschützen sich jetzt noch hierher bemühen würden. Ja, komm, mach Heat. Ich übernehme. Erhitze sie. Ah, ja. Na, es war warm ums Herz, oder? El Cabron. Oh, scheiße. Gegen Heat. Das war knapp. So, und schon 4 gegen 1. So macht das doch schon mehr Sinn. Oh. Nicht gut, Zeit abzuhauen. Ach, der ist schon tot. Na gut. Und da haben wir wieder die Position. Und dieses Mal bleibe ich hier, weil ansonsten ist die wieder weg. Hey, die futsch. Aber vielleicht könnte ich davor ans Eck laufen. Denn da würde bestimmt keiner mit mir rechnen. Ah. Ich hab dich gesehen, Freundchen. Ich werde schon zurück. Und den habe ich auch gesehen. Aber der ist schon tot. Ah. Jetzt kommt er. Nein, Heat. Fuck. Weg hier. Da hat sich irgendwas unsichtbar gemacht, aber war kein Gegner. War wohl einer von uns. Von daher alles easy. Riskier mal wieder einen Blick nach vorne. Weil irgendwie kommt hier kein Gegner mehr. Die! So. Die! Hab die schon gesehen. Hab, oh, Granaten. Oh, allerhand. Aber Black Mamba schon wieder. Alter Schwanznasenbär. Düm, di, düm. Und wir haben gewonnen. 6:3. Ja, nicht so gut wie letztes Mal. Aber das Wichtigste. Wir haben 2 von 2 Runden gewonnen. Nee, eine. What the fuck? Die Anzeige stimmt hier nicht. Da ist ein Bug. Wir haben schon gewonnen, Leute. Es gibt keine Runde mehr. Ja, wollt ihr mich jetzt verarschen? Sie fix, Halleluja. Hallo. Ja, was ist denn jetzt das? Da, sag ich doch. Wir sind fertig. Ja, mei, das war ein Zauberparty. Ja, und jetzt packt hier die Anzeige rum. Auf jeden Fall haben wir gewonnen. Oh, es geht weiter. Woohoo! Extra Storage Space und 200 RP. Na dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wishing.